Willkommen bei Axel Coral Life. Und heute ich bin sehr gefreut, dass Nils zu uns kommen kann. Aber kann ich nur ein bisschen Deutsch? So I'm going to ask the questions to Nils in English, and he'll repeat those in German for you. But Nils, thank you so much for being part of Axel Coral Life. It's going to be amazing to find out more about your work. Can you just start off by briefly introducing yourself and where you are at the moment? Yeah, thanks, Jamie. Great effort in German here. Ja, und nochmal für alle, auch willkommen von meiner Seite. Ich bin Nils Riedeker und bin gerade in der Universität Konstanz, also ganz im Südwesten von Deutschland am Bodensee. Wunderschöne Gegend, aber leider so ziemlich so weit weg vom Meer, wie es irgendwie möglich ist. Also Mittelmeer, Nordsee, Ostsee, alles weit weg von hier, aber ich bin Korallenbiologe. Und genau genommen mache ich meine Meisterarbeit hier in Konstanz, aber natürlich brauche ich immer wieder Zugang zu Riffen und für diese Riffe reise ich, wenn nicht gerade Corona ist, in der Regel ans Rote Meer. Also das sind so ziemlich die nächsten Korallenriffe, die wir von hier aus finden können. Ägypten, Israel, in meinem Fall habe ich viel in Saudi-Arabien gearbeitet. Und das sind so die im Prinzip die Riffe, die mich auch am meisten, die ich am besten kenne, die mich faszinieren. Und was uns als Wissenschaftler einfach immer an diesen Korallenriffen so besonders fasziniert, ist die unglaubliche Diversität. Ich glaube, jeder hat mal irgendwann in seinem Leben eine Doku von einem Korallenriff gesehen. Vielleicht haben einige sogar mal beim Schnorcheln einen Riff selber gesehen. Und das, was so einen Riff so faszinierend und besonders macht, ist einfach, dass sobald man seinen Kopf unter Wasser steckt, es ist voll mit Leben. Es sind überall Fische, der gesamte Boden wuselt mit Krebsen, es sind Korallen überall und es ist einfach ein unglaublich faszinierender Eindruck. Und es ist einfach unglaublich viel Leben auf diesen Riffen. Und klar gibt es auch an anderen Orten viele Fische. Zum Beispiel, wenn wir in der Nordsee unterwegs sind oder in der Ostsee, haben wir natürlich auch viele Fische. Aber wenn ich in Nordsee an den Strand gehe und bis zu den Knien im Wasser bin, dann sehe ich meistens schon meine Füße nicht mehr, denn das Wasser ist unglaublich trübe. Und das, was dieses Wasser so trübe macht, sind natürlich viele kleine Partikel, Algen, Krebse, alles, was so im Wasser rumschwebt. Und das ist letztendlich für viele Organismen, die im Meer leben, ist das Nahrung, die einfach kleine Krebse aus dem Wasser fangen. Und das heißt, in der Nordsee haben wir unglaublich viel Nahrung im Wasser, das einfach dieses Wasser trübe macht. Und dementsprechend haben wir auch viele Fische. In Korallenriffen ist jetzt das Faszinierende aber, dass wir dieses kristallklare Wasser haben, dass wir wirklich manchmal bis zu 40 Meter weit schauen können unter Wasser und diese wunderschönen Riffe sehen können, die voll mit Leben sind, aber das Wasser ist halt klar, was uns sagt, eigentlich ist hier ganz wenig Nahrung. Und ja. Thank you so much. I'm just thinking about our audience at home, there's some younger age group who may only know about the coral reef from Finding Nemo. Can you briefly describe you may have done already, what coral is and how that goes to make a coral reef? Absolut, also nochmal kurz für alle. Die Frage ist im Prinzip, was ist die Koralle selber? Und wie macht diese Koralle eigentlich dann am Ende, wie führt das zu so einem Korallenriff? Und genau das hängt halt eng damit zusammen, dass man bedenken muss, es gibt halt sehr wenig Nahrung auf diesen Korallenriffen und dementsprechend ist es für eigentlich alle Organismen auf diesen Riffen sehr schwer, an Nahrung zu kommen, an Nährstoffe zu kommen, die man aber zum Wachsen braucht. Und da gibt es dann halt diese wunderschönen Korallen, in dem Fall ist das leider keine lebende Koralle mehr, sondern wir haben hier nur noch das Skelett einer Koralle, die wir aus dem Riff geholt haben. Und wenn wir da jetzt näher ransehen, man sieht in so einem Prinzip, es sind viele kleine Äste, die zusammen diese, nennen wir jetzt Korallenkolonie, formen. Und es sieht zwar letztendlich aus wie eine Pflanze oder auch wie ein Stein in dem Fall, aber das sind eigentlich die Organismen, die dieses Skelett formen, das sind Tiere. Und wenn wir jetzt nah genug rangehen, sehen wir auch, dass in diesem Skelett eigentlich überall so kleine Punkte sind, kleine Löcher, die einfach praktisch das Zuhause dieser Tiere sind. Diese Koralle ist eine Kolonie, das heißt, es ist nicht ein einzelnes Tier, sondern es sind Millionen an ganz kleinen, winzig kleinen Tieren,
die zusammenleben und dieses Korallenskelett formen. Also die bauen, sie leben, sitzen eng aneinander und nach unten bauen sie dieses Skelett. Und dieses Skelett ist letztendlich das, was das Riff selber formt, weil sie einfach immer mehr Skelett sich ansammelt, was dann zusammen dieses Riff am Ende formt. Und das Tolle daran ist jetzt, dass wir dadurch, dass wir halt diese vielen Tiere haben, die zusammenarbeiten, ist es nicht mehr so wichtig, dass jedes einzelne Tier Nahrung fängt, sondern wenn ein Tier mal zum Beispiel Nahrung fängt, dann kann man einfach das die Nahrung untereinander teilen. Das heißt, nicht jedes Tier muss ständig immer was zu essen haben, sondern einzelne Tiere fangen Nahrung und können es dann mit den anderen Tieren teilen. Deswegen ist die Chance, zusammen zu überleben in solchen nahrungsarmen Bereichen einfach höher. Aber es ist immer noch generell relativ wenig Nahrung auf diesen Riffen. Und dementsprechend haben Korallen noch einen zweiten Trick. Und ich glaube, Ellie kann da ein kleines Video zu einspielen, über, wo wir einfach mal in so eine Koralle reinzoomen. Und was wir in dem Video eigentlich sehen können, ist, dass wir halt diese vielen kleinen einzelnen Korallentiere haben, die nebeneinander sitzen und miteinander verbunden sind. Und jedes dieser einzelnen Tiere ist eigentlich sehr simpel. Man hat einen Mund, darunter sitzt ein Magen, in dem das Futter verdaut wird. Und es gibt Tentakel, mit denen man das Essen einfangen kann. Aber wenn wir jetzt noch weiter reinzoomen in diese Tentakel, sehen wir, dass die eigentlich so eine braune Farbe haben. Und diese braune Farbe kommt aus kleinen Kügelchen, die in diesem Gewebe sitzen. Und wenn wir uns diese Kügelchen genau angucken, sehen wir, dass in dem Gewebe kleine, runde, einzellige, winzig kleine Algen sitzen, die im Prinzip direkt in der Koralle sitzen, im Gewebe der Koralle und eigentlich eine ganz normale Alge sind. Das macht, was eigentlich alle Algen machen. Das heißt, sie können Sonnenlicht nutzen, um Zucker zu produzieren über Photosynthese. Und nur, dass diese Algen jetzt diese nette Eigenschaft haben, dass sie nicht den gesamten Zucker, den sie produzieren, für sich selber behalten, sondern auch einen großen Teil davon an die Koralle abgeben. Dadurch hat die Koralle den Vorteil, sie kriegt zum einen Nahrung aus dem Wasser über die Tentakel, die sie gefangen hat, und zum anderen kriegt sie aber jede Menge Zucker durch die Algen. Und diese beiden Nährstoffquellen zusammen sind dann, was die Koralle braucht, was die Koralle so erfolgreich macht, dass sie auch in so komplett nährstoffarmem Wasser perfekt wachsen kann und dann diese riesigen Strukturen formen kann, die man ja zum Teil aus dem All sehen kann, weil sie einfach riesig sind. Und diese Symbiose, die ist im Prinzip, also diese Beziehung der Algen mit den Korallen ist praktisch der Supertrick der Korallen, warum sie einfach immer so erfolgreich war, über Millionen von Jahren, aber gleichzeitig, und das ist, woran ich gerade forsche, ist, dass diese Beziehung mit den Algen auch jetzt gerade im letzten Jahr zu einem Problem für die Korallen geworden. Denn, wie ihr vielleicht wisst, durch Klimawandel werden die Meere immer warmer. Das heißt, wir nehmen gerade an, dass es so 0,1 bis 0,2 Grad alle 10 Jahre wärmer wird im Meer. Und dieses Erwärmen ist für die Korallen ein Problem, denn das stresst die Korallen. Und ich glaube, da haben wir noch ein Video zu, was dann passiert. Denn sobald das Wasser zu warm wird, also gerade in den Sommermonaten, wenn es dann wirklich mal so knacke heiß wird auf dem Riff, dann kann es passieren, dass die Koralle anfängt, diese Algen aus seinen Zellen, aus dem Gewebe rauszuschmeißen und zurück ins Seewasser gibt. Und bis heute wissen wir nicht genau, warum das so ist, warum diese Koralle die Algen aus dem Gewebe schmeißt, wenn es zu heiß wird. Aber der Effekt davon ist, dass immer mehr Algen nach und nach aus diesem Gewebe geschmissen werden. Und diese Algen haben eigentlich der Koralle die braun-gelbliche Farbe gegeben. Und sobald dann die Algen alle aus der Koralle rausgeschmissen wurden, fängt man an, durch das Gewebe auf dieses weiße Skelett zu schauen. Und deswegen nennen wir dieses Phänomen, dass die Algen rausgeschmissen werden, Bleiche, weil diese Korallen so eine weißliche Textur dabei kriegen. Und im Prinzip sind diese Korallen, sobald sie dann so weiß sind, sie leben noch, aber sie haben halt ihre Algen nicht mehr. Und wenn es jetzt wirklich gerade in Zeiten des Klimawandels sehr lange, sehr warm wird, dann kann das einfach in großen Flächen passieren. Und wir haben da ein paar Bilder, ich glaube, Elli, wenn du die einspielen könntest, über die gebleichten Riffe. Und das ist dann wirklich, das sieht aus wie Geister steht unter Wasser. Das sind riesige Bereiche des Riffes, die einfach weiß werden, weil diese Korallen ihre Algen ausgeschmissen haben. Und das sieht zwar an sich, sieht das immer noch schön aus, das Wasser ist klar und man sieht diese riesigen weißen Landschaften. Es ist eigentlich ein wunderschöner Anblick. Gerade ich kenne, als ich in Riffen gearbeitet habe, ich ganz oft mit Touristen zusammengetaucht, die einfach gesagt haben, oh, Wahnsinn,
sind. Das ist ja wunderschön. Aber eigentlich, was man da gerade sieht, ist so eine ökologische Katastrophe. Denn natürlich ist diese Koralle auf deine Algen angewiesen für Nahrung. Und in dem Moment, wo sie diese Algen verloren hat, hat die Koralle praktisch Hunger. In dem Moment fehlt ein großer Teil der Nahrung, die die Koralle eigentlich jeden Tag haben will. Und wenn das der Fall ist, dann kann es einfach passieren, dass wenn diese Algen nicht schnell genug wiederkommen, weil es zum Beispiel wieder kälter wird, dann kann es sein, dass die Koralle verhungert. Und dann, wenn die Koralle verhungert, stirbt praktisch das gesamte Riff, das diese Koralle aufgebaut hat, mit der Koralle zusammen. Und das ist natürlich, was wir verhindern wollen. Und um das zu verhindern, müssen wir halt als erstes verstehen, warum hat diese Koralle diese Algen überhaupt rausgeschmissen? Und das ist genau, woran ich forsche, zu versuchen, zu gucken, wer schmeißt da eigentlich wen raus? Geht die Alge freiwillig und die Koralle ist traurig? Oder ist es andersrum, dass die Koralle aus irgendeinem Grund die Alge rausgeschmissen hat? Und ich hoffe, dass wenn wir das dann endlich mal irgendwann verstanden haben, dass das uns neue Möglichkeiten gibt, wie wir auch Korallenbleiche in der Zukunft verhindern können und einfach dann neue Wege entwickeln können, um Korallen auch in Zeiten von Klimawandel weiter so bunt und lebhaft zu halten. So, Nils, thank you so much. What I'm understanding is that the superpower, the symbiont, the algae inside the tissue, has allowed coral reefs to provide a home for so many different animals. But it is also not just a superpower, but a weakness as well in this current time. The next piece is really to help young people understand what you do as a scientist. So you don't have a lab coat on. We are seeing photos of you with an aqualung. What is being a reef biologist like? Ja, also genau, die Frage ist nochmal für alle. Im Prinzip, was ist so mein Arbeitsalltag? Wie sieht meine Arbeit wirklich aus? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt zwei Aspekte zu meinem Job. Der eine sieht man mir bei mir im Hintergrund, ist das Labor. Klar, ich verbringe einen großen Teil in meinem Labor, mache da Messungen, mache Experimente, aber natürlich, was ich am liebsten mache, ist immer noch Feldarbeit. Gerade in Zeiten von Corona ist das leider schwierig, aber früher, als ich noch frei reisen konnte, haben wir viel in Saudi-Arabien vor allem gearbeitet und da ist dann natürlich das Tollste an der Arbeit ist, wenn man wirklich raus ins Feld kann, mit den Korallen im Wasser arbeiten kann. Und das ist der tollste Aspekt des Jobs sicherlich, aber gleichzeitig ist es auch der härteste, denn ich bin absolut kein Frühaufsteher. Und Feldarbeit, wenn man raus muss, ist einfach immer anstrengend. Meistens stehen wir morgens um 5 Uhr aus, weil man einfach ewig lange Tauchausrüstung, Experimentausrüstung, all die Sachen vorbereiten muss. Man muss sie aufs Boot laden, dann mit dem Boot rausfahren zu den Riffen. Ich werde immer noch, auch nach jahrelanger Arbeitserfahrung, werde ich immer noch schnell seekrank. Das heißt, es ist wirklich bis zu der Zeit, wo ich dann draußen bei den Riffen bin, leide ich eigentlich. Ich bin früh aufgestanden, mir ist schlecht. Und dann springe ich endlich ins Wasser. Und dann sind aber ganz schnell diese Strapazen wieder vergessen. Sobald man erstmal wieder im Riff ist, dann weiß man, warum man diese ganzen Strapazen auf sich genommen hat. Das ist einfach jedes Mal eine tolle Erfahrung, wenn man wieder ins Riff kommt und dann die ersten Momente muss man sich erstmal wieder zurechtfinden. Das heißt, man guckt sich erstmal wieder um, was ist hier überhaupt auf dem Riff, welche Organismen leben hier und dann ist es zwar auch unter Wasser, müssen wir natürlich arbeiten, es ist kein Spaßtauchgang, aber es ist einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und im Prinzip haben wir 3 verschiedene Arten von Aufgaben, die wir unter Wasser machen können. Das erste sind die meine Lieblingstauchgänge, ist, wenn wir einfach den Bestand, also den Zustand des Riffs aufnehmen müssen, welche Organismen sind da. Und ich glaube, wir haben da auch ein paar Fotos über die Sachen, die man finden kann unter Wasser. Und es ist einfach, man sucht dann wirklich auf dem Riff nach welchen, uns interessiert dann, welche Korallen leben da, welche Tiere sind da. Und das ist nicht immer suchen wir nur die Tiere, sondern viele der Tiere sind auch wirklich neugierig und kommen dann selber auf einen zu. Und wie zum Beispiel der Oktopus einfach, hey, wer bist du? Und das ist dann im Prinzip ist es von beiden Seiten eine Erkundung. Und für uns ist es natürlich dann ganz toll, dieses Riff erstmal kennenzulernen. Wir können gucken, wie geht's den Korallen? Sind die Korallen noch gesund? Und dann so praktisch den Bestand aufnehmen, das Gesundheitscheck sozusagen für das Riff. Dann die zweite Reihe sind, wenn wir Unterwasser-Experimente machen. Das ist auch immer toll. Also wir können zum Beispiel
unser Idealfall ist ja immer, dass wir keine Korallen aus dem Riff entfernen wollen, sondern alle Messungen, die wir an den Korallen machen, direkt im Riff machen wollen, damit wir nichts beschädigen. Und dafür können wir zum Beispiel unter Wasser so Gefäße auf die Korallen selber stecken. Diese Gefäße kann man dann abschließen. Da können wir alles Mögliche messen, was rund um diese Korallen passiert. Wir können messen, wie viel isst die Koralle, wie viel Photosynthese machen die Algen der Koralle. Und lauter verschiedene Messungen, wie gestresst ist die Koralle. Und all das zusammen gibt uns dann eine Information darüber, wie geht es der Koralle gerade. Und auch gerade in Bezug auf Temperatur, wie wird es der Koralle vielleicht in den nächsten Jahren gehen, wenn es hier noch wärmer wird. Und dann das allerletztes natürlich immer noch haben wir dann natürlich auch immer wieder einzelne Sachen, kann man nicht im Wasser messen. Deswegen müssen wir immer wieder mal so einzelne Fragmente mit ins Labor zurücknehmen, wo wir dann im Labor aufwendigere Experimente machen können, die man einfach nicht unter Wasser durchführen kann. Aber natürlich gerade ist Corona und dementsprechend ist es nicht immer leicht, ins Riff zu kommen. Und deswegen, und gerade auch in Konstanz sind wir sehr weit weg vom jeglichen Korallenriff, deswegen arbeiten wir nicht immer mit denen. Wir versuchen eigentlich so wenig Tiere aus dem Riff zu entfernen wie möglich, sondern einen Großteil unserer Arbeit inzwischen machen wir mit ganz kleinen, winzigen Biestern. Es sind keine Korallen, sondern es sind winzig kleine Anemonen. Anemonen kennt ihr wahrscheinlich aus Findet Nemo. Das sind im Prinzip nahe Verwandte der Korallen. Es sind auch einzelne Tiere, die genau wie Korallen Tentakel haben, einen Mund und einen Darm, in dem sie Essen verdauen können. Und diese Anemonen haben genauso Algen in ihrem Gewebe wie Korallen. Das Einzige, was diese Korallen, diese Anemonen nicht haben, ist ein Skelett. Und sie sind nicht diese großen, massiven Kolonien wie die Korallen. Weswegen wir ganz viele einzelne Tiere in so einer kleinen Box ganz ohne Probleme halten können und einfach sehr viel aufwendigere, tollere Experimente damit machen können, ohne irgendwelche Korallen aus dem Riff zu entfernen. Und wir können vielleicht mal ganz kurz zu unserem Fotostudio rüberschalten, wo wir ein paar dieser Anemonen einfach mal im Wasserbad haben und uns anschauen können. Und was man im Prinzip da sieht, ist, dass wir, also man sieht im Prinzip diese Struktur der Anemonen, man hat die gleichen Tentakeln wie bei Korallen, man hat diesen Körper und einen Mund in der Mitte der Tentakel, mit denen die Tiere essen können. Und was man jetzt sieht, ist, dass die meisten dieser Tiere auch diese bräunliche Farbe haben. Und diese bräunliche Farbe ist eben genau diese Algen, die im Gewebe sitzen. Also die gleichen Algen, die wir auch bei den Korallen haben, die einfach als Zuckerquelle die Anemone in diesem Fall unterstützen und Nahrung geben. Aber gleichzeitig können diese Tiere auch immer noch weiter essen. Was man aber sieht, ist, dass vorne rechts gerade sind diese zwei Tiere, die ein bisschen flacher am Boden sitzen. Und die sind einfach, sie sehen blasser aus, sie sind flacher, sie sind kleiner. Und was man im Prinzip sehen kann, ist, dass man durch diese Tentakel, die man immer noch sieht, komplett durchschauen kann. Und der Grund dafür ist, dass diese Tiere, genau wie bei der Korallenbleiche, ihre Algen ausgeschmissen haben, weil wir die Tiere gestresst haben mit Hitze. Und dann haben die Anemonen einfach ihre Algen rausgeschmissen. Und was dann passiert ist, dass man wirklich durch das Gewebe durchschauen kann. Und das ist der gleiche Grund, warum Korallen halt am Ende weiß erscheinen, wenn sie gebleicht sind, weil man halt durch das Gewebe auf das Skelett schauen kann. Das, was wir jetzt hier sehen können, ist, dass im Prinzip das gesamte Tier durchsichtig wird, außer in der Mitte des Tieres, wo man diesen orangenen Fleck sieht, was der Magen ist. Und das, was man da in der Mitte noch sieht, sind praktisch alte Essensreste. Es ist gar nicht mal das Tier selber, sondern es ist im Prinzip, man kann direkt in den Magen reinschauen und sehen, da in diesem Magen sind noch Essensreste von ihrem Lieblingsessen drin, das sind kleine Krebse. Und wir können uns das vielleicht mal anschauen, wenn so eine Anemone ist. Das heißt, ich gebe jetzt einfach von diesen winzig kleinen Krebsen ein paar Tropfen ins Wasser und dann sollten wir hoffentlich sehen, wie die Anemonen da fleißig rumessen. Und man sieht jetzt, wie diese Krebse einfach in die Nähe der Anemonen kommen und diese Anemonen sind ganz simple Tiere, die haben kein Gehirn, die haben keine Augen in dem Sinn. Das heißt, die können eigentlich gar nicht sehen, wo diese Krebse gerade sind, um sie herum. Aber sie können fühlen,
wenn einer dieser Krebs in die Berührung mit den Tentakeln kommt. Und sobald das passiert, sieht man, wie diese Anemone diese Tentakeln einfach langsam einsaugt, also zum Mund führt und dann praktisch wie, wenn man selber salzige Pommes gegessen hat, am Ende den Salz von den Fingern schlürft diese Anemone praktisch die Krebse, die sie mit den Tentakeln gefangen hat, vom Mund ab. Und man sieht, dass das zwar die Tiere mit den Algen, die haben natürlich mehr Energie, denen geht es besser und die machen das, aber man sieht, dass die Tiere, die Algen verloren haben, genauso immer noch fleißig am Essen fangen sind und einzelne Krebse einfangen in dem Fall und weiter essen können. Und solange diese Tiere auch ohne Algen genug Essen kriegen, sterben die Tiere auch nicht. Das heißt, sie brauchen die Algen nicht zwangsweise, sondern solange sie genug Essen haben, geht es den Tieren eigentlich gut. Aber im Riff, wie erwähnt, gibt es relativ wenig Nahrung. Deswegen können wir die Tiere hier im Labor, wenn wir sie regelmäßig füttern, ganz ohne Probleme, ohne Algen weiter am Leben erhalten. Im Riff geht das so leider nicht, ohne dass wir halt unglaublich große Mengen an Essen aufs Riff kippen würden, was leider so nicht möglich ist. Aber man sieht daran ganz klar, dass diese Anemonen hier im Prinzip uns Sachen erlauben zu studieren im Labor, die wir sonst so nur im Riff sehen könnten. Also wir können jetzt hier praktisch gebleichte und ungebleichte Tiere vergleichen, können gucken, welche Auswirkungen haben diese Algen auf das Tier, welche Vorteile gibt es, vielleicht welche Nachteile hat es auch, diese Algen zu haben, und dann letztendlich zu versuchen zu verstehen, welche Auswirkungen hat es denn jetzt oder welche Gründe gibt es denn, warum der Anemone diese Algen rausschmeißt. Ist es vielleicht eigentlich gut für die Anemone in dem Moment die Algen rauszuschmeißen oder sind es die Algen, die lieber eine schwache Anemone verlassen? Und genau das machen wir eigentlich die meiste Zeit, dass wir halt versuchen, mit diesen Anemonen uns an Korallen anzunähern, ohne Korallen schädigen zu müssen und hier in Konstanz, weit weg vom Meer, immer noch weiter auch in Zeiten von Corona Forschung machen können. Ja. Amazing. Nils, it looked fantastic. Thank you so much for showing us that and explaining it to us. There's an idea that scientists are very rational, you know, sort of people, everything else. But from many people I've met, there are a lot of emotions that people have, especially working with something like coral. What are some of the highs and lows that you have experienced during your research? Sehr gute Frage. Also die Frage war nochmal für alle, im Prinzip ist die Idee eines Wissenschaftlers ja, dass er ganz nüchtern und trocken an seine Forschung geht, im Prinzip keine eigenen Gefühle an seine Forschung bringt, sondern ganz nüchtern seine Ergebnisse aufarbeitet. Und jetzt hat Jamie aber schon erwähnt, dass es gerade wenn man mit solchen Sachen wie Korallen und Klimawandel arbeitet, dann ist das natürlich ein sehr emotionales Thema. Und deswegen war die Frage jetzt, was bewegt einen da? Und was ist die question? I just confused myself. What are the highs and lows of doing? Ja, genau. Also was sind die besten und die schlechtesten Teile des Jobs? Und die besten Teile des Jobs sind im Prinzip, wie schon erwähnt, wenn man dieses erste Mal ins Riff geht und diese überwältigende Vielfalt an Leben sieht. Das ist einfach ein Gefühl, das glaube ich, dass jeder, der so ein Video kann, einfach so ein Leben auf dem Riff nicht einfangen. Und dementsprechend gibt es dann auch, im Prinzip gibt es keinen Weg drumherum, dass man so ein Riff muss man einmal selber gesehen zu haben, um zu wissen, wieso einen sowas so faszinieren kann. Und das Tolle an so einem Riff ist im Prinzip, dass jede einzelne, also ich habe im Prinzip in meinen Jahren ganz oft dieselben Riffe immer wieder beobachtet. Und jeder einzelne Tauchgang war anders. Jedes Mal habe ich neue Tiere gefunden, die ich vorher noch nicht kannte. Über die Jahre kennt man einige Tiere dann immer wieder, die man immer wieder besuchen kann. Und dann gibt es aber gleichzeitig immer wieder neue Tiere, die man entdeckt. Und das ist einfach super toll, diese Diversität des Jobs dann zu haben, dass man eigentlich, jeder Tag ist anders. Den einen Tag baue ich unter Wasser Gerüste auf, den nächsten Tag bin ich im Labor und versuche, irgendwelche Messungen umzusetzen. Den nächsten Tag sitze ich
vorm Computer und schreibe meine Forschungsergebnisse auf. Und jeder Tag ist einfach irgendwie ein bisschen anders. Und diese Abwechslung, die der Job einfach bringt, das ist wirklich für mich der wahre Reiz der Forschung. Das ist wirklich keine Monotonie in dem Alltag gibt, sondern jeder Tag ist anders. Und das wahrscheinlich das Deprimierendste an dem Job für mich ist, dass, wie erwähnt, habe ich in meiner Arbeit dieselben Riffe mehrmals immer wieder besucht und ich tauche jetzt noch nicht so lange. Ich habe meine erste Tauchstelle 2010 gemacht und das heißt, ich bin jetzt ungefähr 10 Jahre am Tauchen und habe in der Zeit ein paar Riffe immer wieder besucht und in dieser unglaublich kurzen Zeitspanne eigentlich sieht man schon, wie sich das Riff verändert, wie da, wo früher Korallen gewachsen sind, auf einmal Algen wachsen, wie da, wo früher Haischulen waren, heute keine Haischulen mehr sind. Und das, diese Riffe, man darf es jetzt nicht falsch verstehen, die Riffe sind immer noch wunderschön, aber man sieht einfach, wie sich die Riffe verändern. Und diese, und wir verstehen bis heute eigentlich nicht genau, warum das so ist. Und das ist natürlich unglaublich deprimierend auf der einen Seite, aber gleichzeitig ist es halt auch eine super Motivation, weiterzumachen mit seiner Arbeit und zu verstehen, was da gerade passiert auf den Riffen. Bill, I've seen some amazing pictures and you do your research and the beautiful underwater world. How did you get your job? Was it something you dreamt of as a child? Genau, nochmal für alle, die Frage ist, wie bin ich zu meinem Beruf gekommen und ob ich das schon immer wollte? Und die Antwort darauf ist ziemlich komplex, denn also im Prinzip, wie man Meeresbiologe wird, ist, dass man, es gibt diesen Beruf des Meeresbiologen eigentlich nicht. Es gibt zum Beispiel, ich in meinem Alltag arbeite mit Physikern, mit Chemikern, mit Mathematikern, mit Computerwissenschaftlern zusammen und alle am Ende kommen zusammen und forschen zusammen an einem Gebiet. Und jeder ist ein kleiner Experte auf seiner kleinen Nische und zusammen kommt man dann zu diesem Eindruck. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Weg, wie man Meeresbiologe werden kann, sondern es kann aus vielen verschiedenen Richtungen zusammenkommen, um Meeresbiologe zu werden. Es kann also im Prinzip, in meinem Fall habe ich allgemein Biologie studiert und das war für mich eine relativ schwierige Entscheidung damals, denn als ich mit der Schule fertig war, hatte ich im Prinzip von den Noten in meinem Zeugnis war es ganz klar, Physik und Mathe sind meine besten Fächer und alle haben gesagt, guck, gerade ist Jobmangel bei Ingenieuren, du musst Ingenieur werden. Und es war für mich dann echt eine schwierige Entscheidung in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, es ist ja alles schön und gut und es ist ja auch interessant, aber in meiner Freizeit bin ich ja kein Ingenieur, das interessiert mich ja in meiner Freizeit nicht. In meiner Freizeit gehe ich raus ans Meer und sammle Muscheln und gehe durch die Wälder und gucke mir die Natur an. Und deswegen habe ich dann ziemlich lange damit gestrauchelt, zu entscheiden, ob ich im Prinzip das machen will, was mir mein Zeugnis gesagt hat oder das, was eigentlich ich für mich selber gedacht habe, ist das, was interessant ist. Und dann habe ich im Prinzip damals das Glück gehabt, dass Deutschland noch den Zivildienst hatte, also Militärdienst und in meinem Fall Zivildienst habe ich gewählt, wo ich einfach die Chance hatte, für ein Jahr in den Umweltschutz zu gehen, in meinem Fall nach Helgoland, also diese deutsche Insel zwischen England und Deutschland, die Hochseeinsel, wo es in dem Fall eine Robbenkolonie gibt. Und ich habe dann ein Jahr mit dieser Robbenkolonie betreut. Und das war für mich einfach der perfekte Weg zu testen. Ist das was für mich? Kann ich mir wirklich vorstellen, das lange Zeit zu machen? Oder ist es vielleicht doch das Ingenieurstudium, was ich eigentlich machen sollte? Und dann habe ich wirklich gemerkt, während dieses Praktikums des Zivildienstes, dass mir das einfach Spaß bringt. Und natürlich, auch wenn es wahrscheinlich leichter wäre, einen Job als Ingenieur zu finden, habe ich gesagt, nee, dieser Job ist mir so wichtig, dass ich das einfach machen will für den wahrscheinlich Rest meines Lebens. Und dementsprechend habe ich dann allgemein Biologie studiert. Und das, was man dazu sagen muss, was das Tolle an diesem Studium ist, ist, dass man, ich bin natürlich dann rangegangen an dieses Studium, habe erstmal gesagt, ja, Meeresbiologie ist toll, aber ich hatte noch nicht so die Idee, dass ich mit Korallen arbeiten will. Und dass wie so ein Studium praktisch funktioniert, ist, dass man von ganz allgemein anfängt. Gerade in Deutschland gibt es keinen Studiengang für Meeresbiologie spezifisch, sondern man fängt im Prinzip an allgemeine Biologie und findet dann, während man das studiert, immer weiter seine Nische. Man spezialisiert sich immer weiter auf bestimmte Fachbereiche. Und am Ende ist man Experte oder Fachidiot, wie man sagen will,
für so ein ganz kleines, winziges Fach. Und ich hätte mir wahrscheinlich am Anfang meines Studiums nicht ausmalen lassen, dass ich am Ende mit Korallen arbeite, bereue aber nicht, sondern es hat sich so ergeben entlang des Weges. Und das ist im Prinzip auch das, was das Studium so ausmacht, dass man praktisch seinen eigenen Weg finden kann, wie man dahin kommt, wo man am Ende landet. And if a young person watching wanted to do your job, do they have to specialize at a young age to be a coral reef scientist, or can you just study lots of different sciences and specialize later? Genau, die Frage ist nochmal für alle, muss man sich schon früh praktisch spezialisieren auf seinen Beruf oder kann man im Prinzip erstmal allgemein studieren und dann kann man sich später festlegen und fokussieren auf das, was man macht. Und im Prinzip gibt es da zwei Antworten drauf. Es ist schade, also wenn man gerade schon während der Schule ist es, denke ich, unglaublich hilfreich, schon erste Erfahrungen zu sammeln. Es kann zum Beispiel ein Praktikum sein. Es gibt viele Umweltschutzorganisationen, die immer wieder auf Praktikanten und Freiwillige angewiesen sind. Und diese Erfahrungen es ist nicht so, dass man dann später keinen Job findet, wenn man diese Erfahrung nicht hat, aber es ist, wie schon erwähnt, für mich selber ist das eine ganz wichtige Erfahrung, dass man einfach mal testen kann, ist das was ich wirklich machen will, denn ganz oft ist es so, dass man einfach anfängt mit seinem Studium und denkt, ja, zum Beispiel in meinem Fall wahrscheinlich hätte man mich am Anfang meines Studiums gefragt, dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall werde ich später mit Robben arbeiten, weil Robben ist das, was ich kannte und das ist das, was mich fasziniert hat. Und dann aber merkt man einfach so durch diese Erfahrung, dass es auch andere interessante Sachen gibt, die man vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Und dementsprechend kann man erstmal ist es gut, viele verschiedene Erfahrungen zu sammeln, viele Eindrücke zu haben und dann aus diesen Erfahrungen nach und nach immer weiter zu sehen, was ist der Weg, der mich selber funktioniert. Und dementsprechend ganz klar, man muss keine Vorerfahrung haben. Es schadet nicht. Es ist auf jeden Fall gut, diese Eindrücke zu haben. Aber zum Beispiel ist es nicht so, dass man ohne Tauchschein kein Meeresbiologe werden kann. Es gibt viele großartige Meeresbiologen, die noch nie getaucht haben. Gleichzeitig aber auch ist es natürlich immer so, dass wenn man schon mal Taucher ist, dann hat man natürlich ein gutes Gefühl dafür, was heißt es, mit einem Riff zu arbeiten, unter Wasser zu arbeiten, wie sieht diese Unterwasserwelt aus. Und das kann einem dann selber den Fokus geben, den man vielleicht braucht für sein Studium, um dahin zu kommen, wo man hinkommen will. Amazing. And Nils, are there certain qualities, if someone were joining you or applying to be a research student with you, what kind of qualities would you look for in an amazing reef biologist? Die Frage nochmal für alle ist, welche Qualifikationen sind praktisch die den Ausschlag geben, dass man ein guter Riffbiologe ist. Und da muss man vielleicht mal kurz sagen, also als ich noch in der Schule war und Biologie hatte, dann hatte ich oft so den Eindruck, dass Biologie viel die Wissenschaft ist des Auswendiglernens, dass man lateinische Namen büffeln muss, dass man einfach ganz viele Sachen einfach auswendig lernen muss. Und das, muss ich ganz klar sagen, ist nicht so. Ich kann mir zum Beispiel nichts merken. Ich kenne keine lateinischen Namen von irgendwelchen Tieren unter Wasser. Ich bin unglaublich schlecht, mir Sachen zu merken. Und das hat sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren einfach geändert in der Biologie, dass die Biologie nicht mehr diese Forschung ist, wo man Sachen ständig auswendig lernt, sondern es ist eine, wo man viel mehr über die Neugier getrieben ist. Also für mich ist das Allerwichtigste als Wissenschaftler generell, aber auch gerade als Biologe, ist Neugier. Also dass man einfach selbst die Motivation hat, sich eine Frage zu stellen, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall unsere Anemonen, warum schmeißen die Algen raus? Und das ist dann, diese innere Neugier ist dann das, was einen selber am Ende antreibt, ein großartiger Biologe zu werden, ist dann, dass man das nicht macht, weil es ein Job ist, sondern weil es einen wirklich selber interessiert, dass man einfach dann selber die Mühen auf sich nimmt, um jetzt zu wissen, okay, in dem Moment, ich will jetzt aber herausfinden, warum das passiert. Und deswegen, es gibt nicht keine Fähigkeit, die man im Prinzip haben muss. Man, gerade in Zeiten von Google, kann man alles lernen, wenn es soweit ist. Aber diese Neugier, einfach diese Interesse, jeden Tag neue
Probleme zu lösen und Herausforderungen zu haben, ist, denke ich, eine ganz wichtige Fähigkeit oder Charakteristik für den Job. Nils, thank you so much for that support and help to young, budding reef scientists. I think one of the things I just want to sort of close on before we come to the submitted questions. People watching may have seen a coral reef in a cartoon or in a documentary. How does that compare to actually seeing the reef for the first time? Ja, also die Frage ist, wie ist mein Eindruck vom Riff im Verhältnis zu dem, was man vielleicht so aus Cartoon oder aus Dokuserien kennt von dem Riff? Und ich denke, das lässt sich vielleicht am besten beschreiben in einem kleinen Videoclip, den Ellie nochmal abspielen könnte. Das ist, was man auf dem Videoclip im Prinzip sieht, ist, was ich gerne mache, ist, wenn ich ein neues Riff komme, dass ich den noch nicht so gut kenne, dass ich meine kleine Unterwasserkamera habe, die GoPro, die ich auf einem Stativ unter Wasser einfach abstelle und dann schwimme ich weg. Denn was ganz oft passiert ist, dass wenn man unter Wasser ist, dass natürlich die Fische und so, die bemerken, da ist ein Taucher auf einmal da, der Taucher macht unter Wasser Lärm und dementsprechend sind die Tiere scheu und reagieren auch einfach anders, weil da gerade ein Fremdkörper im Riff ist, der eigentlich da nicht hingehört. Und deswegen ist dieses was für mich ganz faszinierend ist, dann, wenn man nicht durch das Riff rauscht, sondern sich die Zeit nimmt, ganz ruhig hinsetzt oder die Kamera hinstellt und dann praktisch wieder die Tiere sich beruhigen lässt und einfach auf einmal kommen aus allen Ritzen im Riff kommen irgendwo kleine Tiere raus und das, man sieht dann richtig, wie die Tiere entspannt ihrem Lebensalltag auf dem Riff nachgehen und das, was dann in dem Moment einfach klar wird, was denke ich, jeder, der irgendwann mal im Riff war, was einfach faszinierend ist, ist diese unglaubliche Diversität. Es kann, kein Video kann beschreiben, wie es in diesen Riffen aussieht. In der einen Ecke sehe ich den Fisch, ich drehe mich um und alles sieht komplett anders aus. Es ist in winzig kleinen Bereichen, es ist überall einfach eine riesen Diversität da, dass man, wenn man dieses Video jetzt einfach stundenlang an der Stelle laufen lassen würde, wir könnten wahrscheinlich hunderte, tausende Arten in diesem Riff sehen, einfach weil jeden Moment ein neuer Organismus rauskommt. Das ist das, was das Tauchen auf dem Riff unglaublich spannend macht, aber auch gleichzeitig ist halt, dass man nie weiß, was einen erwartet. Also einfach den einen Tag gehe ich ins Riff und sehe einen Hai und den nächsten Tag bringe ich meine Freunde mit, will denen den Hai zeigen, aber man sieht was komplett anderes. Und das ist, denke ich, wenn man die Dokus zum Beispiel schaut, dann fokussiert man sich immer auf die interessanten, großen Sachen, Delfine, Haie, all diese Sachen. Und die sind toll, die faszinieren mich auch immer noch, wenn ich es unter Wasser sehe. Aber das, was wirklich so ein Riff für mich gerade so interessant macht, ist einfach diese Diversität, dass ich, wenn ich meinen Kopf in irgendeine Spalte im Riff stecke, sehe ich komplett andere Arten als in 2 Meter weiter, wenn ich in irgendeine andere Höhle im Riff tauche. Und gerade diese kleinen Sachen im Dinge, die Schnecken, die Krebse und so weiter, die sind einfach das, was dann wirklich am Ende den Reiz des Riffes ausmacht, dass man so eine unglaubliche Vielfalt hat. Und eigentlich, ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Tauchgang, wo ich nicht irgendein neues Tierart gesehen habe, die ich vorher noch nicht kannte. Nils, thank you so much. We have a few questions that have come through, some in German and some in English. So I can ask you them from the chat, so you don't have to look at that. But the first one here, okay. I'll try it in German, is wissen Sie, ob es Korallenriffen in der Nordsee oder in der Ostsee? Also die Frage ist, ist ja auf Deutsch. Ha. Gibt es Korallenriffe in der Nord- und Ostsee? Also ja und nein. Es gibt, also die einfachste Antwort ist, die Nordsee geht hoch bis auch Norwegen. Und wenn wir in Norwegen in den Fjorden zum Beispiel so auf, sagen wir, 100 Meter und tiefer tauchen, dann findet man auf jeden Fall Korallenriffe. Riesige Riffstrukturen aus Korallen, die gar nicht so anders aussehen als die wir aus den Riffen kennen. Haben genauso ein Skelett, haben auch
diese Polypen, diese einzelnen Tiere mit ihren Tentakeln, die einfach Nahrungspartikel aus den Riffen, aus dem Riffwasser fangen. Der Unterschied ist natürlich, dass diese Korallenriffe in der Nordsee sind, wo es a, relativ viel Essen gibt, und b, sind die Riffe so tief auf unter 100 Meter, da kommt kein Licht mehr hin. Da bringt einem eine Alge natürlich in dem Moment nichts mehr. Und dementsprechend haben diese Korallenriffe dann da auch keine Algen im Gewebe, deswegen sind die Tiere komplett blass. Das ist auch eigentlich im Prinzip, sind die Riffe in kompletter Dunkelheit. Das heißt, man braucht da dann schon U-Boote, um, wenn man diese Riffe sehen will. Und dann ist es wirklich, es sieht im Prinzip aus wie ein gebleichtes Riff in Zeiten von Klimawandel, dass man einfach riesige Riffe aus komplett weißen Korallen sieht. Aber in diesem Fall ist das der natürliche Zustand, den Riffen geht es gut. Wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, haben wir diese Korallenriffe so wahrscheinlich nicht. Vielleicht haben wir sie doch, wir haben sie noch nicht entdeckt, das weiß man nicht. Es bleibt immer noch Forschung zu tun. Aber was wir auf jeden Fall haben, sind diese Anemonen, also die nicht genau diese Art, aber ähnliche Arten. Wenn man jetzt einfach in der Nordsee zum Beispiel am Strand aus der Uferspülung einen Stein hochhebt und zu Hause bei sich ins Aquarium packt, dann kann es ganz oft passieren, dass auch da kleine Anemonen aus diesen Steinen hervorkriechen. Also in sowas haben wir dann schon, gerade so auch um Helgoland haben wir viele Weichkorallen, Anemonen, die auch in der Regel wieder keine Algen haben, weil sie einfach genug Essen haben, aber auch schon sehr ähnlich zu Korallen in der Nordsee überleben können. Amazing. I think we've covered the other questions that I've had through in German, such as, or maybe we can have a specific, where are we? Was war das beste Gefühl, das Sie bei Ihrer Arbeit hatten? Was war der beste Fund? Gefühl. Gefühl, feeling. Ah. My pronunciation of. Beste Gefühl. Ah, okay. Also, das ist jetzt eine ganz langsame, langweilige Antwort, die ich da leider habe, denn das Schönste ist natürlich, erstmal sind es irgendwelche Sachen, die man unter Wasser entdeckt hat, aber umso mehr man im Prinzip das, was in der Forschung ja, was wir machen, ist, dass wir uns eine Frage stellen, Forschungsfrage, dann eine Hypothese bauen, also eine überlegen, was könnte die Antwort auf diese Forschungsfrage sein. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall, warum schmeißen die Korallen die Algen raus? Dann ist unsere Hypothese, die Korallen schmeißen die Algen raus, weil die Algen angefangen nicht mehr keinen Zucker mehr geben, weil sie Korallen eigentlich diesen Zucker haben wollen. Und dann ist im Prinzip das tollste Gefühl für mich als Wissenschaftler immer in dem Moment, wo ich dann mein Experiment mache, wo ich dann sehe, auf einmal die Daten stehen vor mir und meine Hypothese, meine Vermutung war korrekt und jetzt haben wir was Neues gelernt, jetzt können wir einen Schritt weitergehen und haben ein bisschen mehr über Korallen und ihre Algen gelernt. Das ist für mich immer so das absolute Hochgefühl in meiner Arbeit. There's one other question that comes through in English to me, which is about the anemones. How hungry are they? How much do you have to feed them? Also die Frage ist, wie hungrig sind die Anemonen? Wie viel muss man sie füttern? Und die Antwort darauf ist ganz klar, das sind unglaublich gierige Biester, die essen so viel, wie sie irgendwie können. Also wenn ich sie alle 10 Minuten füttern würde, würden sie alle 10 Minuten essen. Das ist dann, geht dann auf das Level hinaus, dass sie am Ende so viel essen, dass sie schon wieder einen Teil des Essens hochwürgen, bevor es überhaupt verdaut ist, weil sie einfach immer weiter essen wollen. Man muss da aber aufpassen, das ist praktisch genauso wie wenn man einen Hund als Haustier zu Hause hat, der wird auch immer essen, aber man darf sie nicht immer füttern, denn sie brauchen das Essen ja eigentlich nicht. Denn dadurch, dass sie jetzt die Algen haben, haben sie eigentlich den größten Teil ihres Nahrung, kriegen sie nicht über das Essen aus dem Wasser, sondern über die Algen aus dem Gewebe. Und dementsprechend kann man die Tiere wunderbar bis zu einem Jahr oder so ohne Essen auskommen lassen. Also man muss sie nicht oft füttern, damit sie überleben. Und jetzt gerade füttern wir sie ungefähr einmal pro Woche, einfach nur, damit die Tiere weiter gut wachsen können, aber sie brauchen dieses Essen nicht zwangsweise, einfach weil sie so viel Nahrung aus diesen Algen kriegen. Aber natürlich, wie jeder Organismus, wollen diese Tiere immer weiter essen. Nils, sadly, that's all we have time for today.
Vielen Dank, Nils, und vielen Dank, dass Sie uns zu uns gekommen sind. Nächste Woche, Montag und Dienstag, haben wir zwei Deutschstunden. Also bis bald und tschüss und danke, Nils. Ja, vielen Dank euch. Bis bald, ja, nächste Woche. Welcome to the aquarium. Welcome to the aquarium.